Mordsdiätenerhöhung für Politiker im Bundestag, Luxusrenten, aber eine Erhöhung der Spesenpauschale um 2 Euro für hart arbeitende Lkw-Fahrer ist nicht drin. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, ich bewege mich ja nicht nur im Bereich des gesetzlichen Rentenrechts, sondern ich bin auch Sozialrechtler mit Leib und Seele und ich erlebe häufig viele, viele Ungerechtigkeiten in unserem Land und auch das, was immer mal wieder hochkommt. Und da ist mir wirklich was durch die Lappen gegangen, und zwar am 10. Juni 2024 gab es eine Sendung Hart aber fair. Und dort ging es in dieser Sendung um die Ergebnisse der Europawahl, unter anderem auch um die Ergebnisse der Europawahl, aber auch um ein persönliches Erleben und ein persönliches Feedback eines Lkw-Fahrers, der hart arbeitet und der dort auch von dem Moderator Klamroth dann entsprechend im Lkw begleitet worden ist, aber auch befragt worden ist dann in der Sendung. Und es waren verschiedene Bundestagsabgeordnete mit dabei, unter anderem auch der FDP-Vize-Fraktionschef Kuhle. Ja, meine Damen und Herren, und Sie werden es nicht glauben, als ich dann die ersten Videos dazu gesehen habe, da hat es mir einfach nur noch die Sprache verschlagen. Und zwar ging es letzten Endes darum, dass der Lkw-Fahrer einfach mal aus seiner Lebenssituation berichtet hat. Und der gesagt hat, der sich darüber aufgeregt hat und zu Recht aufgeregt hat, dass die Erhöhung der Verpflegungskosten Spesenpauschale um 2 Euro im Bundestag abgelehnt worden ist. Und er dann gesagt hat, wie kann das eigentlich sein? Aber ihr Bundestagsabgeordneten, genehmigt euch eine Mordsdiätenerhöhung, wirklich Mordsdiätenerhöhung zum 1.7.2024. Darüber haben wir ja auch schon berichtet. Und er muss praktisch seine Toilettengänge und das Duschen aus der eigenen Tasche bezahlen. Und das ist eben richtig teuer. Da legt er am Tag zwischen 7, 8, 9 Euro hin, meine Damen und Herren. Ja, und mit dieser Meinung wurde der FDP-Fraktionsvize konfrontiert. Ich will Ihnen einfach mal zeigen, was der Fraktionsvize darauf geantwortet hat. Also das ist wirklich, kann ich Ihnen gleich also vorwegnehmen, es ist einfach nur noch zum Wegschämen, was wir für Volksvertreter haben, die im Bundestag sitzen. Also es ist wirklich eine Schande, dass so etwas überhaupt möglich sein kann. Aber gucken Sie es einfach mal bitte selber an. Ich habe das mal hier für Sie rausgesucht, hoffentlich in einer guten Qualität auch zu hören. Hören Sie mal rein, was der gute Mann zu sagen hat. Es ist für mich... Ich will noch dazu sagen, das ist der Lkw-Fahrer, der jetzt hier mal Stellung nimmt zu dem ganzen Thema. Ich kann ja nur von meinem Business sprechen. Und wenn ich so Kleinigkeiten sehe, haben wir darüber gesprochen im Lkw, es geht ganz normal um Spesen am Tag. Die sind im Parlament besprochen worden. Es ging um 2 Euro für uns mehr am Tag. 2 Euro. Ist abgeschmettert worden, weil nicht notwendig. Ich gehe jeden Tag 6, 7 Mal in meiner ganzen Schichtzeit auf Toilette, muss dafür jeden Tag 1 Euro bezahlen, jedes Mal bei jedem Gang. Abends 4 Euro duschen bis 5 Euro duschen. Tun Sie sich mal den Spaß, gehen Sie mal bei sich in Berlin auf Toilette, machen mal immer 1 Euro in den Topf, abends 4 Euro, weil mit sich nicht bescheißen, nochmal 4 Euro rein und dann gucken Sie mal, was wir am Ende des Monats zusammen haben. Das bezahle ich aus eigener Tasche. Finde ich eine Frechheit. Und wenn dann wiederum abgelehnt wird und Sie dann Ihre eigenen Diäten für 500 Euro mehr im Monat, weil es ja alles so teuer geworden ist, erhöhen, kann ich darüber nicht lachen, Herr Spediteur. Ja, meine Damen und Herren, und er spricht ja praktisch im Grunde genommen die Abgeordneten an. Und da sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist dieser FDP-Typ Kuhle, da wirklich rumgejammert hat. Also es ist unglaublich, was der Kuhle da abgelassen hat. Hören Sie sich das bitte mal an. Darf ich vielleicht einmal zurückfragen, ob Sie verfolgt haben, dass während der Corona-Krise die Diäten gesunken sind? Haben Sie das mitbekommen? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ kommt im Jahr 2014, kommt Kuhle an und konfrontiert den Lkw-Fahrer damit, dass die Diäten um lächerliche 60 Euro in der Corona-Krise gesunken sind. Die haben damals schon über 10.000 Euro bekommen und wirklich, das ist
da kann man einfach nur noch sagen, was ist hier eigentlich in unserem Land los? Und Gott sei Dank, also ich muss es wirklich so sagen, Gott sei Dank wird ja die FDP wahrscheinlich in den nächsten Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und in Thüringen keine Rolle mehr spielen. Hoffentlich wird es so kommen. Hast du ja nichts anschaut? Nee, weil Sie sagen, es kann nicht sein, dass die gestiegen sind oder dass es da eine Steigerung gibt. Aber haben Sie das wahrgenommen, dass während der Corona-Krise in Deutschland, weil es ist so, die Bezahlung von Politikern richtet sich danach, ob im Land die Löhne steigen oder fallen. Ja, gute Mann, Kuhle, erklärt jetzt allen Ernstes dem Lkw-Fahrer als Antwort auf das Problem, dass er 2 Euro mehr Spesenpauschale haben möchte, dass seine Abgeordnetendiät in der Corona-Phase gesunken ist. Was sagen Sie eigentlich dazu? Das würde mich mal in den Kommentaren wirklich mal interessieren. Hören wir mal weiter rein. Und während der Corona-Krise sind die Löhne gefallen. Und dann sind auch sozusagen unsere Bezahlung auch gefallen. Und was ich immer erlebe, ist, dass das überhaupt niemand mitbekommen hat. Bin ich wirklich traurig drüber. Ehrlich. Aber Verhältnis ist doch ein anderes. Wie bitte? Das Verhältnis ist doch wohl ein ganz anderes. Okay, es geht ums Verhältnis. Ja, und der Lkw-Fahrer sagt dann auch, er ist fürchterlich traurig darüber und das Verhältnis ist doch ein ganz anderes. Natürlich ist das Verhältnis ein anderes. Wenn der Abgeordnete im Bundestag von 10 Euro im Monat weniger kriegt, aber nur über eine kurze Zeit und der Lkw-Fahrer muss trotzdem seine Toilettengänge und sein Duschen aus der eigenen Tasche bezahlen, dann ist das Verhältnis tatsächlich ein ganz, ganz anderes. Und wir dürfen ja bitte nicht vergessen, 2023 und 2024 haben sich die Herrschaften im Bundestag 2 fette Diäten reingezogen und haben doch mehr als den Inflationsausgleich dadurch wieder oder den Inflationsverlust durch die Krise wieder wettgemacht. Ja, gehen wir mal weiter. Also, aber, Herr Kuhle, der Punkt. Ja, aber es ist doch interessant, dass das als sozusagen unerhört wahrgenommen wird und man bekommt sozusagen Applaus dafür, wenn man sagt, die erhöhen sich. Jetzt regt sich der Kuhle auf darüber, dass dem Lkw-Fahrer applaudiert worden ist im Publikum. Tja, meine Damen und Herren, wer hat denn nun recht? Gefühlt recht. Was ist denn nun gerecht eigentlich in Deutschland und ungerecht, meine Damen und Herren? Gehen wir mal weiter, was der Kuhle noch zu sagen hat. Sich irgendwie die Diäten und sind alle gleich und machen irgendwie, wirtschaften alle nur in die eigene Tasche. Ich bin seit 7 Jahren... So hat es Herrn Labrinz nicht gesagt, da muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Ich bin seit 7 Jahren Bundestagsabgeordneter und ich weiß überhaupt nicht, ob ich nächstes Jahr noch Bundestagsabgeordneter bin. Das weiß ich nicht, das entscheiden Sie. Ja, meine Damen und Herren, jetzt steige ich. Das war sozusagen die letzte Antwort von dem Kuhle auf die Frage. Und das wiederum, was er jetzt zuletzt gesagt hat, das setzt dem wirklich noch die Krone auf. Der jammert rum und erklärt uns, dass er dummerweise nur wahrscheinlich durchschnittlich 8 Jahre im Bundestag ist und dass er dann arbeitslos wird. Wissen Sie, was der Kuhle Ihnen verschwiegen hat? Der ist nämlich Rechtsanwalt und wird danach wieder arbeiten gehen. Der muss sich um seine Zukunft keine Gedanken machen. Und vor allen Dingen der FDP-Mann Kuhle wird nach 8 Jahren Bundestag eine Luxusrente verdienen, haben. Einen Luxusrentenanspruch von über 2.000 Euro. Ich hatte auch dazu schon berichtet, dass Bundestagsabgeordnete pro Jahr im Schnitt 250, sogar wegen den Diätenerhöhungen wird es sogar noch höher werden, dann 260 Euro monatliche Rentenansprüche haben. Das heißt also, der hat über 2.000 Euro Luxusrente. Und der Lkw-Fahrer, der wird ja nie im Leben dahin kommen. Das wird er gar nicht schaffen. Da muss der 50, 60 Jahre arbeiten, denn ich weiß ja, was Lkw-Fahrer verdienen. Das heißt also, das ist hier wirklich ein Skandal hoch 10, dass wir solche Typen im Bundestag sitzen haben, die wirklich völlig lebensfremd sind, die wirklich null Ahnung davon haben, was in Deutschland eigentlich los ist, wie die Leute zum Teil auch wirklich leiden, wie es vor allen Dingen im Ostdeutschland aussieht, dass die Menschen immer weniger Geld bekommen, immer härter arbeiten müssen, mehrere Jobs haben und. Und das und diesen Unfug erzählt dieser Volksvertreter, meine Damen und Herren, von der FDP.
Kann ich ja nur sagen, Dankeschön, liebe FDP. Eine bessere Steilvorlage konnten Sie ja gar nicht liefern für die Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass sich jeder von Ihnen einen eigenen Reim darauf macht, wo Sie Ihr Kreuz auf den entsprechenden Zetteln bei den Landtagswahlen setzen und gegebenenfalls dann auch nächstes Jahr bei der Bundestagswahl. Ich muss ganz ehrlich sagen, die FDP hat für die Leistungsträger in diesem Land nichts übrig. Und die Leistungsträger, meine Damen und Herren, ist nicht der Herr Kuhle, sondern die Leistungsträger ist der Lkw-Fahrer, das sind die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, die in dem Pflegeheim sind, die an den Werkbänken stehen, die an den Hochöfen stehen, die in den, Bahnen als Fahrer arbeiten. Möglicherweise, ich bin auch ein Leistungsträger, ich gehöre auch zu Ihnen mit dazu, so meine Damen und Herren. Und meine Kolleginnen und Kollegen aus meiner Anwaltskanzlei sind auch Leistungsträger, die halten den Laden am Laufen, aber nicht solche Typen wie dieser Kuhle. Das sind Leute, die darf man eigentlich nicht wieder wählen, weil sie wissen ganz genau, die haben für sie einfach nichts übrig. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Es kommt sehr selten vor, aber wenn ich so etwas höre, dann kriege ich wirklich so einen dicken Hals und kann einfach nur sagen, hoffentlich wird die FDP in dem nächsten Bundestag nicht mehr erscheinen, denn wir brauchen keine Paladine des Großkapitals, sondern wir brauchen Politikerinnen und Politiker, die sich den Sorgen und Nöte der Menschen in Deutschland annehmen und auch wirklich für sie als echte Volksvertreter arbeiten und nicht nur für sich selbst in die eigene Tasche schaufeln. Da muss man doch mal lachen. Der arme Kuhle, 7 Jahre im Bundestag und dann verliert er seinen Job. Hahaha. Der kriegt ja auch noch einen Haufen Übergangsgeld und kann dann möglicherweise wieder als Anwalt arbeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.